Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Ich hatte vor 3 Wochen mal ein Video gebracht, den Hardware-Rat 1000.9, und das hat wohl viele interessiert, und aufgrund dessen habe ich Hardware-Rat dann mal angeschrieben und habe gesagt, hey, schickt mir das Ding doch mal zu, machen wir ein paar Benchmarks, weil das ist das, was die meisten interessiert. Auch wenn euch jetzt der Aufbau nicht interessiert, ich habe unten Timestamps, könnt ihr euch gerne durchklicken und einfach mal schauen wegen den Benchmarks, dann habt ihr nämlich da die vernünftigen FPS-Werte. Grundsätzlich müssen wir schon mal sagen, das hier ist ein Non-RGB-PC. Ist meistens so bei Hardware-Rat. Der gibt nicht so viel auf Optik. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr wenig RGB, eigentlich nur die Grafikkarte. Und ich glaube, wenn er könnte, würde er das auch noch abkleben. In dem Fall ist es eine Asus-Karte. Es kann aber passieren, dass ihr vielleicht eine andere bekommt. Ich habe mich auch eben vor 10 Minuten nochmal rückversichert. Ich habe ihn gefragt, welche Grafikkarte wandert da rein. Und er sagte, aktuell noch die Asus. Es kann aber sein, wenn jetzt viele davon bestellt werden sollten, dass das dann wechselt. Ist ja wie bei Dubaro auch. Da steht dann beliebiger Hersteller. So ist es dann leider. Aber hier haben wir jetzt die Asus, und mit der habe ich auch getestet. Die unterscheiden sich auch nicht großartig. Wenn ihr jetzt eine KFA2 habt oder was weiß ich, eine MSI oder so, ist völlig egal. Das sind ein paar Prozentpunkte. Liegt vielleicht auch an einer OC-Variante. Es gibt ja OC-Varianten bei den Grafikkarten. Hier ist es eine stinknormale. Wir schauen uns das ganze System jetzt an, auch mit dem Kabelmanagement. Kurz zu den Eckdaten, wer das Video nicht gesehen hat, ein 5700X ist hier drin als Prozessor, eine 6700XT, 32 GB RAM mit 3600 MHz bzw. MTS. Leider nur CL18 anstatt CL16, aber gut, das ist natürlich auch ein bisschen dem Preis geschuldet. Das macht aber nichts, ist auf jeden Fall schneller RAM. Ein B550-Board ist drin von Gigabyte, ein Kohlenkühler, der das Ding ganz locker kühl hält. Wir werden auch gleich noch ein Cinebench machen, das seht ihr hier ja auch. Und ein 600-Watt-Netzteil haben wir auch noch mit da drin. Ist ein B-Tier-Netzteil laut PSU-Tierlist, von daher ist das auch in Ordnung. Ich würde dann auch mal sagen, ich schnappe jetzt wieder meine kleine Kamera, zeige euch das so ein bisschen, auch das Kabelmanagement und so. Dann machen wir ein paar Tests und die Benchmarks, die kommen dann auch noch. Kommen wir erstmal zu dem Gehäuse. Das ist das Signum 300 Core. Ich hatte ja auch schon mal ein Regnum 400 und so weiter als Review-Ware hier von Endorfi. Und es sind günstige Gehäuse. Machen wir uns nichts vor, die haben auch hauptsächlich Kunststoff und so. Aber sie bringen eben eine Meshfront mit. Hier hinten haben wir einen Lüfter vorinstalliert, wenn ich nicht gerade reinlangen würde. Und hier vorne haben wir auch noch einen Lüfter vorinstalliert. Bedeutet für euch, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Die Hardware, die hier drin ist, ist jetzt sowieso nicht so potent, dass die so viel Kühlung bräuchte. Aber immerhin ist einer an der Front und einer hinten. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie vorne noch einen eingebaut hätten, aber das ist jetzt Haarspalterei. Also kühl bleibt die ganze Nummer auf jeden Fall. Ich habe ja auch eben schon die Benchmarks gemacht. Der CPU-Kühler hier, das ist ein Kolink Umbra X180. Der hält den 5700X auf jeden Fall kühl. Vor allen Dingen, das ist ja quasi ein beschnittener 5800X und der hat auch nicht so eine hohe Leistungsaufnahme. Der RAM, ganz normaler schwarzer Goodram IRDM 3600 MTS RAM mit CL18. 32 GB ist natürlich geil, weil ihr werdet es gleich in den Benchmarks auch sehen. Hogwarts Legacy und so zieht unglaublich viel RAM und das federt der auf jeden Fall ab. Aber wisst ihr, was an so einem System immer blöd ist? Hier ist null RGB-Beleuchtung drin, außer eben die Grafikkarte. Dann sieht man die Komponenten nicht so gut. Also wir haben hier ein B550 von Gigabyte, ihr seht es da hinten. Hat gekühlte Spannungswellen, also genug Anschlüsse, zeige ich euch gleich auch noch. Hier ist die schicke Asus-Grafikkarte, eine RX6700XT, also nicht eine Non-XT, sondern wirklich eine XT. Wie gesagt, in den Benchmarks, WQHD Gaming ganz easy, Full HD sowieso. 4K, ja, werdet ihr gleich sehen. Und kurz mal die Anschlüsse vom Gehäuse hier oben. Wir haben zweimal USB 3.0, Kopfhörer und Mikrofonanschluss, einen Reset-Knopf und eben den Ein- und Ausschalter. Also nichts Besonderes, Standardware. Und hier haben wir jetzt mal das Kabelmanagement. Ich habe die Backplate mal runtergenommen, also eigentlich nichts Besonderes. Also viel Mühe haben sie sich in dem Fall nicht gegeben. Klar, die Hauptkabel sind so zusammengebunden, der Rest wird hier irgendwo hinterhergelegt. Hier haben wir noch den ganz normalen Lüfterverteiler. Da könntet ihr sogar noch 3 weitere anschließen. Die werden dann alle gleichzeitig geregelt. Und hier unten haben wir das ganz normale 600 Watt Kohlink-Netzteil. Und ja, das reicht für das System auf jeden Fall aus. Und hier ist jetzt so ein Punkt, das verstehe ich nicht so ganz. Wir haben ein modulares Netzteil. Die Kabel können weggelassen werden und sie werden einfach hier reingestopft. Können wir einfach so rausziehen und ja. Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn die Kabel in einem externen Karton kommen, dass man die wirklich nur bei Bedarf ins Gehäuse reinlegt. Jetzt haben wir ein modulares Netzteil und die Teile fliegen einzeln da unten rum. Das ist jetzt nicht schlimm, das macht der Hardware nichts. Ihr findet es auf jeden Fall wieder, nur ich finde es halt irgendwie merkwürdig. Aber ansonsten, ihr seht es ja, das Gehäuse ist nichts Besonderes, auch nicht was Kabelmanagement und so angeht. Hier könntet ihr noch ein paar 2,5 Zoll SSDs reinbauen, wenn ihr das wollt. Aber ja, ist halt ein 1000-Euro-System, ne? Kommen wir auch mal eben auf die Anschlüsse zu sprechen. Hier oben habt ihr zweimal USB 2.0. Also wer das Video schon gesehen hat, der weiß das. Ich sag's jetzt trotzdem nochmal.
Zweimal USB 2.0, PS2, die Onboard-Grafik bitte nicht benutzen, funktioniert sowieso nicht bei diesem Prozessor. Dreimal USB 3.0, sieht man hier, die wurden aber gerade schon besteckt, weil Maustastatur habe ich jetzt da dran. Dann haben wir hier nochmal USB 2.0, Netzwerkanschluss, kein WLAN, ganz wichtig, einige wollen WLAN haben. Konfiguriert es euch nach, das sollte eigentlich gehen. Oder kauft euch so einen 10€ WLAN-Stick bei Amazon und knallt den da hinten rein. Und dann haben wir noch ganz normal Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss. Die Grafikkarte bringt die ganz normalen Anschlüsse mit, dreimal DisplayPort und einmal HDMI. Ich habe es jetzt über HDMI angesteuert, weil meine Capture-Card auch darüber läuft. Man kann auch einen DisplayPort zu HDMI-Kabel nehmen, wie auch immer. Was ganz nett ist, Monitore hier anschließen. Es gibt wirklich viele, die machen den Fehler und wollen es irgendwo am Mainboard anschließen. Macht es wirklich hier an der Grafikkarte. Jetzt machen wir auch die Scheibe direkt wieder drauf. Die Backplate habe ich auch wieder drauf gemacht. Und zwar ist es halt so, wir wollen ja den Luftstrom jetzt nicht irgendwie behindern oder verfälschen, wenn wir jetzt ein Cinebench machen. Deswegen schraube ich die jetzt erstmal wieder fest. Ist übrigens keine Plastikscheibe, ne? Man hört das. Aber bevor wir mit dem Cinebench anfangen, will ich das jetzt eben nochmal ausmessen, das Gehäuse, also die Außenmaße. Viele von euch haben irgendwie noch einen Tisch zu Hause mit so einer Kammer, also unten in der Ecke, wo die dann den PC reinstellen wollen. Würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen, weil da die Temperaturen auch nicht so geil sind. Aber für die, die sowas noch haben und die Maße wissen wollen, werden wir jetzt das Hightech-Feature benutzen. So würde Held der Steine das jetzt nennen. Und dann messen wir den mal eben aus. Hier ist es jetzt ein bisschen tricky. Wir haben hier noch diese Schrauben von der Glasscheibe. Also wenn ihr die mit reinnimmt, seid ihr auf jeden Fall bei 22 cm. In der Höhe haben wir 44,5 cm. Und in der Tiefe haben wir ca. 40 cm. Das Teil ist jetzt komplett geschlossen. Wir werden jetzt hier schön Cinebench machen. Ich habe den Prozessor jetzt so gelassen, wie er im Auslieferungszustand war. Man kann mit dem Ryzen Master Tool durchaus noch ein bisschen was rausholen. Dann pfeift er sich aber ordentlich Watt rein. Das schafft der Kühler auch tatsächlich. Aber es steht in keinem Verhältnis zu der Effizienz des Prozessors. Also so wie er jetzt grundsätzlich eingestellt ist, würde ich ihn auch lassen. Weil ihr hättet dann ungefähr 20-30% mehr Leistungsaufnahme und vielleicht 8-9% mehr Leistung, was die Rechenpower angeht. Das lohnt sich einfach nicht. Wir machen jetzt einen Multicore-Run mit Cinebench R23 über 10 Minuten, also volle Auslastung auf dem Prozessor. Wir haben hier diese CPU-Gesamtleistungsaufnahme, die ist für euch interessant und eben wirklich hier die Temperaturen. Ich werde auch dann gleichzeitig gleich noch die Lautstärke messen und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also er ist jetzt gerade mitten im Test. Wir haben noch 4 Minuten auf der Uhr und ich wollte euch ja die Lautstärke zeigen. Hier haben wir das Dezibel-Messgerät, ohne dass es spiegelt. Circa 41 Dezibel, also 10 cm Abstand vom Gehäuse. Wenn ihr ein Headset auf habt, hört ihr das sehr wahrscheinlich nicht. Wenn ihr ihn so neben euch stehen habt und wirklich Dauerbelastung drauf gebt, dann hört man den schon, klar. Aber das habt ihr im Gaming sowieso nicht, das geht schon. So, der Test ist soweit durchgelaufen. Wir sind bei 13.088 Punkten. Laut CPU Monkey sind wir normalerweise so bei 13.800. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass wir hier noch Internet und so weiter mit angeschlossen haben. Wir waren bei den Temperaturen bei maximal 57 Grad. Das ist halt ein schlechter Witz. Also ist wirklich nicht viel. Natürlich zieht er sich auch nur 77 Watt. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem 12700K, der sich zum Beispiel 200 Watt reinpfeifen kann oder 190 rum. Aber der hat auf jeden Fall ordentlich Leistung und Temperatur bleibt dabei sehr angenehm. Und noch ein Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Wir haben hier eine 1 TB SSD drin und zwar von Innovation IT. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4800 MB die Sekunde. Also 1 TB in einem 1000€ System, finde ich, sollte auch schon sein. Die ist natürlich sauschnell. Das ist noch ein guter Punkt. Testergebnisse blende ich euch auch gerade ein. Und ist eine Top-SSD, kann man überhaupt nicht meckern. Wenn ihr mehr Speicher brauchen solltet, habt ihr natürlich noch Slots auf dem Mainboard frei, um euch weitere SSDs da drauf zu schrauben. Oder ihr nehmt eine 2,5 Zöller, die sind natürlich nicht ganz so schnell. Die haben meistens so 550 MB die Sekunde lesen, schreiben. Aber die SSD, die hier drin ist, die ist ordentlich schnell und damit kommt ihr erstmal eine Weile aus. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt die ganzen Benchmarks an. Ich habe viele Spiele getestet, unter anderem auch Hogwarts Legacy, auch in 4K. Ihr werdet sehen, das war nicht gut für diesen PC. Aber mit einigen Spielereien und Tricksereien kriegt man auf jeden Fall gute Framerates, zumindest bei Hogwarts. Die anderen habe ich wirklich ganz normal getestet, alles hochgedreht, Full HD, WQHD, 4K. Und die schauen wir uns jetzt mal an.
In Overwatch 2 haben wir auf Full HD und epischen Settings ca. 194 FPS im Durchschnitt. In WQHD HD auf maximalen epischen Settings 136 FPS. Und in 4K auch auf epischen Settings 135 FPS im Durchschnitt. In Valorant in Full HD auf hohen Settings haben wir 440 FPS, man sieht hier auch einen CPU-Bottleneck. In WQHD ebenfalls 430 FPS im Durchschnitt mit CPU-Bottleneck. Und in 4K auch 435, deswegen ähneln sich die Werte. War Thunder in Full HD haben wir 345 FPS auf maximalen Settings. In WQHD mit maximalen Settings 226 FPS. Und in 4K haben wir im Durchschnitt 117 FPS auch auf maximalen Settings. Bei Far Cry 6 haben wir in Full HD 97 FPS. In WQHD haben wir 79 FPS im Durchschnitt, auch alles auf Maximum. Und in 4K sind wir im Durchschnitt bei 28 FPS, da würde ich das schon wieder lassen. Bei Cyberpunk haben wir im Durchschnitt 106 FPS in Full HD auf maximalen Settings ohne Raytracing. In WQHD haben wir einen Durchschnitt von ca. 68 FPS. Und in 4K haben wir einen Durchschnitt von 31 FPS, alles auf Ultra ohne Raytracing. Apex Legends 1080p, maximale Settings 194 FPS. In WQHD 138 FPS auf maximalen Settings. Und in 4K haben wir immer noch stabile 88 FPS. Hogwarts Legacy, das war ein bisschen umfangreicher, da haben wir jetzt Full HD, maximale Settings ohne Raytracing und ohne FSR. Da haben wir im Durchschnitt 141 FPS. In 1080p mit FSR 2.0 200 FPS. In WQHD in maximalen Settings haben wir im Schnitt 98 FPS. Und in WQHD auch auf maximalen Settings mit FSR 2.0 150 FPS. Und in 4K haben wir 45 FPS auf maximalen Settings. Mit FSR 2.0 aktiviert haben wir 77 FPS. Und stellen wir die Einstellungen auf Medium anstatt Ultra, haben wir 113 FPS mit FSR 2.0. Ich denke, die Benchmarks sagen euch jetzt so ziemlich alles. Ich habe jetzt einige Spiele mit reingenommen, ihr habt es ja gesehen, Valorant, Overwatch, unter anderem auch Hogwarts Legacy, Far Cry und Cyberpunk und diese ganzen Sachen. Also für Full HD reicht die Kiste ganz locker, WQHD eigentlich auch. Es kommt jetzt drauf an, wenn ihr jetzt natürlich Hogwarts Legacy Raytracing einschalten würdet, dann wird das auch nicht mehr hinkommen. Aber für die ganz normalen Spiele passt die Kiste eigentlich super und für das Geld ist es echt in Ordnung. Den Link, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, ist auch kein Affiliate-Link oder so. Ist ein stinknormaler Link auf seine Webpage, da könnt ihr den dann bestellen. Die Geizhalsliste findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr selber den Preis nochmal vergleichen. Er ist halt quasi 1:1. Es kann sein, wenn ich jetzt das Video bringe, zwei Tage später, dass dann nochmal 5 Euro hoch oder runter gegangen ist, aber da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Aber den kann ich jetzt wirklich soweit weiterempfehlen. Ein kleiner Tipp noch an Hardware-Rat, wenn da extra Kabel bei sind, wenn das Netzteil doch modular ist, dann schmeißt sie irgendwie in den Karton rein, aber nicht in den PC. Dafür ist das einfach nicht gedacht. Das wäre es auch dann wieder mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, einige haben auch auf dieses Video gewartet. Die hatten halt wirklich erst vor 3 Wochen mein Review gesehen, mein ganz normales. Jetzt habe ich ihn wirklich hier stehen und ich kann den euch wirklich empfehlen. Da ist auch keine Abzocke bei beim Preis oder sonst was. Natürlich gibt es bestimmt irgendwo im Internet einen Anbieter, der vielleicht nochmal richtig krass Rabatt reingibt oder was, aber dann ist auch nicht genau der PC. Da steckt man halt einfach nicht drin. So wie er hier steht, wenn man das mit Geizhals auch vergleicht und auch diese ganzen Benchmark-Ergebnisse sich anschaut, ist es echt eine Top-Kiste. Gut, dann lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.